Ja, Thema Portfolio Review. Vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die wir von euch erhalten haben. Und wir haben uns jetzt zwei Fotografen rausgesucht, die wir jetzt in diesem Video mal besprechen werden zusammen. Wir gucken uns deren Bilder an, deren Bildsprache, Lichtsetzung, Bildkomposition etc. Nach dem Intro dazu mehr. Und wenn auch ihr euer Portfolio mal von uns ganz neutral, ganz nüchtern einfach bewertet haben wollt, könnt ihr natürlich uns immer gerne eure Instagram-Feeds per Instagram-Nachrichten oder hier in den YouTube-Kommentaren schicken. Aber jetzt starten wir erstmal mit den ersten zwei Kandidaten, die wir uns ausgesucht haben, um deren Portfolio mal ein bisschen genauer anzugucken. Also, viel Spaß! So, das ist unser allererster Kandidat. Das ist der Slavisa SK-Hochzeitsfotografie. Der hat sich über YouTube bei uns gemeldet und erstmal vielen Dank dir, dass du dich bei uns gemeldet hast. Und mit dir möchten wir es einfach gerne einmal starten. Du hast uns deine Webseite zugeschickt. SK Hochzeitsfotografie heißt das Ganze bei dir. Du bist, so wie ich es jetzt gesehen habe, selbstständig. Du machst das hauptberuflich. Und ich habe mir sowohl deinen Instagram-Kanal, deine Facebook-Seite, deine Webseite mal jetzt die letzten 10 Minuten einmal genauer angeguckt. Und wir starten jetzt erstmal mit dem Instagram-Feed. Und was mir als allererstes aufgefallen ist, das hier ist jetzt die Webseite von SK Hochzeitsfotografie, die halt erstmal einen sehr, sehr professionellen Eindruck macht, finde ich. Also es ist gut gestaltet, es ist ein einheitlicher Bildstil, die Fotos sind schön bearbeitet, die Texte sind schön gemacht. Also da spricht absolut nichts Negatives dagegen. Das ist echt cool gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr schöner erster Eindruck. Aber dann bin ich hier von dieser Seite, habe ich als allererstes die Social Media Kanäle gesucht, denn das ist eigentlich das Wichtigste heutzutage. Denn das ist ja quasi der Showroom, wo man sich als Hochzeitsfotograf auf jeden Fall präsentieren muss. Und wenn ich dann jetzt hier auf Instagram gegangen bin, bin ich hier gelandet. Und da ist jetzt schon die allererste Frage von mir aufgekommen, warum das jetzt hier ganz anders heißt als SK Hochzeitsfotografie oder warum heißt das nicht wie du? Du hast hier auch deine Webseite angegeben, du hast halt auch angegeben, was du machst. Aber der Name ist ein ganz anderer. Also da frage ich mich, warum? Hat das irgendeinen Grund? Und ich würde halt eher davon abraten, ich würde es halt eher vereinheitlichen, dass man halt immer wieder einen Wiedererkennungswert hat, ob jetzt dein Kunde dich auf deiner Webseite besucht oder dann zufällig auf Instagram auch nochmal auf deinen Namen stößt und sieht, ach guck mal, ich war ja schon auf seiner Webseite. Deswegen würde ich das immer vereinheitlichen und das halt irgendwie immer gleich nennen. Die Webseite, Facebook und auch Instagram. Ob das jetzt dein Name ist oder oder dein SK Hochzeitsfotografie. Ich würde es auf jeden Fall vereinheitlichen. Vielleicht hat es einen anderen Grund, den ich jetzt nicht kenne. Und was mir auch als erstes aufgefallen ist, ich bin da kein Fan von, sich selber mit einer Kamera zu zeigen. Weil das interessiert den Kunden einfach nicht, wie du arbeitest, was du für eine Kamera hast und wie das aussieht. Der Kunde interessiert sich quasi fürs Ergebnis, ob du einen einheitlichen Bildstil hast und damit ein Kunde einen Eindruck bekommt, wie auch seine Fotos, wenn er dich danach aber auftragt, wie auch seine Fotos nachher aussehen würden. Und da hat halt ein Kunde absolut gar keinen Mehrwert drin, wenn du jetzt hier ein Foto von dir mit irgendeiner Spiegelung ist das, glaube ich, reinpackst. Da sieht man erstens dein Gesicht nicht drauf, das ist nicht persönlich und du kommst auch nicht sympathisch rüber, sondern du hast eine riesengroße Kamera vor deinem Gesicht. Also das macht halt irgendwie eher den Eindruck, dass du dich dahinter verstecken würdest. Und deswegen, das würde ich halt irgendwie ändern. Also das finde ich nicht so optimal gelöst. Aber dann habe ich nach unten gescrollt und mich haben halt erstmal diese beiden Fotos, die halt qualitativ unfassbar gut sind, sind mir direkt ins Auge gestochen, wo ich dann halt gesagt habe, okay, das sind krasse Fotos, also da passt wirklich alles, da passt die Bildbearbeitung, da passt das Brautpaar, was dahingestellt wurde, da passt der Hintergrund, die Bildkomposition, die Lichtsetzung etc. Also das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Foto. Genauso wie das hier. Auch ein sehr, sehr schönes Foto. Also da kann ich absolut bildtechnisch gar nichts zu sagen, zu solchen Aufnahmen. Hier hast du nochmal so ein paar mehr Aufnahmen reingebracht, was ich sehr, sehr gut finde, dass du hier halt wirklich ein paar
Sachen aus der Reportage quasi mit reingenommen hast und dann hier quasi nochmal so ein Hochzeitsfoto mit reingenommen hast. Und genau, das erstmal dazu. Ich komme jetzt aber halt zu so ein paar Sachen, die mir halt nicht gefallen haben. Und deswegen machen wir das ja auch. Deswegen nimm es bitte nicht persönlich, sondern versuch es für dich oder versucht auch die anderen Zuschauer jetzt das einfach mal so quasi als Inspiration zu nehmen, was ich anders machen würde. Das ist halt der nicht vorhandene einheitliche Feed. Also das Allerwichtigste, wir sind jetzt hier gerade auf einer Desktop-Version auf meinem MacBook. Das Allerwichtigste sind die ersten 9 Fotos, weil die werden euch auf dem Smartphone direkt angezeigt. Die seht ihr. Und die entscheiden bei den allermeisten Nutzern innerhalb von unter 2 Sekunden, ob ich mir diese Person weiter angucke oder, den Feed verlasse. Und in dem Fall, obwohl du wirklich gute Fotos hier drauf hast, würde ich den Kanal wahrscheinlich sofort verlassen, aufgrund von so einem Foto. Was ich nicht verstehen kann, warum man als Hochzeitsfotograf, das ist ja quasi deine Webseite, du ein Selfie da drauf packst oder beziehungsweise auch so ein Foto, wo du quasi auch wieder deine Kamera vors Gesicht packst. Also das würde ich halt nicht machen. Dafür sind die Instagram Stories da, wo du halt Sachen, wo du selber drauf bist, du erklärst Sachen, fährst irgendwo hin, fährst zu einer Hochzeit hin. Sowas würde ich auf gar keinen Fall in den Feed reinpacken, weil das nichts mit professioneller Fotografie zu tun hat. Und ich fand diesen Kontrast so mega krass von diesem Bild zu diesen beiden Bildern. Na, also das würde ich halt auf gar keinen Fall machen. Und so ein weiterer Punkt ist dann halt auch sowas hier. Auf gar keinen Fall. Also das ist sicherlich, da hat sich dann ein Brautpaar quasi bedankt bei dir und du hast es quasi gepostet und das ist ja, glaube ich, auch 84 Likes auf viel Resonanz gestoßen. Aber Instagram ist ein Social-Media-Netzwerk für Fotos. Und es gibt Statistiken, dass Leute, die mehr als 2 Sätze lesen müssen, die schalten weg. Also die sind sofort raus. Und das gilt halt für diese ganze Geschichte. Also hier sollte man maximal 1 bis 2 Sätze reinpacken, mehr nicht. Ein paar ausgewählte Hashtags, das hast du auch gut gemacht, das ist nicht zu überladen. Aber auf gar keinen Fall Text posten. Also da rate ich absolut jedem von ab, Texte zu posten oder vor allem halt auch aus so einem WhatsApp-Verlauf sowas zu posten. Das kannst du super gut in die Stories reinpacken. Ne? Und was du halt auch nicht genutzt hast, sind die Story-Highlights. Also du kannst ja hier oben die Story-Highlights reinpacken und dann sagen, Kundenbewertung oder Kundenrezension. Machst dann einen coolen Icon drauf und wenn dann die Leute wirklich daran interessiert sind, sich das auf Instagram, deine Kundenbewertung anzugucken, dann klicken die da auch drauf. Und dann macht das auch absolut Sinn. Aber solche privaten Sachen würde ich hier halt auch auf jeden Fall rausnehmen. Ne? Also auch sowas hier würde ich hier ehrlich gesagt rausnehmen, dass man hier halt einen einheitlichen Feed hat mit solchen Fotos. Also das ist ein mega geiles Foto, was wirklich qualitativ ziemlich gut ist. Und da würde ich halt solche Sachen, Kameraausrüstung, bereit für das Brautpaar, würde ich nicht machen. Also ein Brautpaar interessiert sich null für Technik. Das hat dadurch keinen Mehrwert, dass du jetzt hier eine Sony oder eine Nikon hast. Der Kunde interessiert sich nicht für die Technik. Deswegen würde ich sowas da halt nicht mit reinnehmen. Und du hast halt hier viele persönliche Sachen mit reingenommen. Ich würde es lassen. Also man kann das sicherlich, du kannst es unten stehen lassen, weil du es früher häufiger gemacht hast. Hier sind jetzt noch ein paar andere Arbeiten drauf. Aber dann würde ich halt irgendwo einen Cut machen und dann sagen, so ab hier mache ich jetzt nur noch richtig guten Bildcontent und packe nur noch solche Bilder hier drauf. Weil, wenn ich jetzt mal mir kurz die Webseite angucke, du hast ja guten Bildcontent. Also du hast ja coole Fotos gemacht und eine solche Aufnahme, warum sind die nicht mit auf der Webseite, auf der Instagram-Seite? Und wenn ich mir jetzt hier das Portfolio angucke, du hast ja einiges an Portfolio, ne, was du jetzt hier drauf hast. Deswegen würde ich das auf jeden Fall so machen. Und solche Aufnahmen muss man sich einfach auch überlegen, welche Kunden möchtest du haben, beziehungsweise wenn du das hauptberuflich oder vielleicht auch nur nebenher machst, womit machst du bei der Fotografie das meiste Geld, beziehungsweise den meisten Umsatz?
Und wenn du sagst, okay, ich verdiene mein Geld über die Hochzeitsfotografie, dann würde ich auch ganz klar die Hochzeitsfotografie kommunizieren und halt nicht Architekturaufnahmen, wo ich jetzt noch behaupten würde, dass du über Architekturaufnahmen kein Geld verdienst, behaupte ich jetzt mal einfach. Und dass das jetzt eher freie Projekte von dir waren. Ne? Es ist ein cooles Foto, keine Frage. Aber es ist die Frage, was hast du vor? Möchtest du damit Geld verdienen? Und wenn du so einen Auftritt hast und wenn du eine coole Webseite hast, dann hast du auf jeden Fall vor, damit Geld zu verdienen, ob du das jetzt hauptberuflich oder nebenher machst. Deswegen würde ich halt auch den professionellen Eindruck nicht nur auf der Webseite zeigen, sondern halt auch hier bei Instagram. Und das hat mich jetzt halt als allererstes irritiert, dass ich hier halt was sehr, sehr Einheitliches, durchdesignte Webseite gesehen habe. Und dann stoße ich unten auf dein Instagram-Feed und das ist absolut das Gegenteil von deiner Webseite. Deswegen, das würde ich optimieren. Noch ein Punkt zu den Followern. Man sollte halt gucken, dass es ein gesundes Verhältnis zwischen Leuten, die du abonniert hast und Leute, die dich abonniert haben, ist. Und bei dir ist es jetzt fast 1:1. Das heißt, du folgst quasi jemandem, wenn er dir zurückfolgt. Das ist so ein bisschen diese du folgst mir, ich folge dir Geschichte, was bei Instagram schon seit Jahren nicht mehr klappt. Und dementsprechend sagt man halt, es sollten ungefähr 10% der Abonnenten sollten ein Foto liken. Um die 10%. Und das wären jetzt bei dir 123 Likes pro Foto. Wäre so ein gesundes Verhältnis. Ich sag mal, vielleicht auch, wenn es ein bisschen weniger ist, sagen wir mal 100 Likes. Das ist halt so ein Durchschnitt, den man Instagram ungefähr gibt. Und bei dir sind es halt eher 36, hier mal 58. Ne? Und bei einem sehr, sehr guten Foto hier 51 und 36 Likes. Also das ist halt, kann man auf jeden Fall optimieren. Du musst dann halt gucken, woran es liegt. Und wenn du halt hier regelmäßig postest, ich weiß nicht, wie regelmäßig du das machst, das hast du jetzt vor 8 Stunden, das hast du vor einem Tag. Diese beiden Fotos hast du direkt an einem Tag gepostet, das hast du vor 5 Tagen gepostet. Das auch vor 5 Tagen. Also du hast alles extrem in einem extrem engen Zeitraum gepostet. Das kann halt auch daran liegen, dass du halt so wenig Likes hast. Also versuch irgendwie maximal einmal am Tag ein Bild zu posten, damit du halt auch nicht die Leute quasi überschwemmst mit Fotos, sondern einmal am Tag oder am besten alle 2 Tage, damit die Leute auch nicht genervt davon sind. Deswegen das dazu. Und ansonsten deine Facebook-Seite, du hast viele, viele Follower. Du hast, oder gefällt mir, sind das ja bei Facebook über 3000. Spricht ja für dich, spricht für deine Arbeiten. Und also an den Fotos kann ich absolut nichts aussetzen. Deswegen Kompliment für dein Portfolio und danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ich hoffe, du und auch die anderen Zuschauer konnten also ein bisschen was für sich mitnehmen. Ja, und das zu SK Hochzeitsfotografie, der sich bei uns zum Portfolio Review gemeldet hat. Und jetzt kommt noch der Julius dran, der sich häufig bei uns über Instagram gemeldet hat. Julius ist jetzt quasi nicht ganz so weit wie jetzt hier SK Hochzeitsfotografie. Julius ist 13 Jahre alt, macht das Ganze hobbymäßig und hat uns sehr, sehr darum gebeten, mal seine Seite anzugucken. Und bei Julius ist es natürlich ein anderer Background. Er ist natürlich noch Schüler. Er hat jetzt mit dem YouTube-Kanal angefangen. Er hat auch auf jeden Fall schon mal mit den Story-Highlights angefangen, was SK Hochzeitsfotografie noch nicht gemacht hat. Hier würde ich aber halt auf jeden Fall nochmal diese Icon ändern, also dass man hier irgendwie Schrift oder sowas drin hat, das kann man grafisch besser hinbekommen. Aber sonst finde ich das gut, dass du die Story-Highlights halt quasi verwendest. Du verwendest halt auch die Stories und informierst die Leute quasi über neue Sachen, die gerade passieren. Du packst hier Story-Highlights rein zum Thema deinem YouTube-Kanal. Und auf YouTube erklärst halt auch so ein paar Sachen, wie du da arbeitest. Das hast du jetzt irgendwie im April hochgeladen, das Video. Also eigentlich, das machst du alles schon sehr, sehr richtig. Und Kompliment, dass du mit 13 Jahren wirklich schon so gute Fotos machst und halt auch kreativ bist, Ideen hast. Mit dem Feuer hier finde ich sehr, sehr cool. Und du hast halt auch sehr, sehr viel Menschen vor der Kamera.
was halt für die jungen Jahre schon außergewöhnlich ist, weil Menschen zu fotografieren ist natürlich das Schwierigste, weil es da natürlich sehr, sehr auf die Kommunikation einfach ankommt, weil du da halt viel, viel mehr leisten musst, als wenn du jetzt Landschaften fotografierst. Als Einsteiger natürlich, nicht, dass Landschaftsfotografie nicht anspruchsvoll ist. Aber von daher Respekt dafür, dass du jetzt hier so ein Portfolio hast und auch deine Follower bzw. deine Like-Zahlen sind halt in einem sehr, sehr guten Verhältnis, also bei fast 20%. Bei dir wären jetzt so 41 Likes pro Bild, wäre gut. Du hast auf jeden Fall da drüber, du bist bei ungefähr 20%, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen, du machst es halt auch sehr, sehr gut. Das ist jetzt am 17., am 16. Juni gepostet, am 9. Juni gepostet, 26. Mai gepostet. Also deswegen, du machst es auch nicht immer nur an einem Tag oder nicht zu viel an einem Tag. Du verteilst das auch ein bisschen. Und hier hast du dich halt auch mal so ein bisschen an Porträtfotos, Businessfotos probiert. Menschenfotografie aus, übrigens war der Hintergrund eigentlich weiß. Also das heißt, sie hat auch mit Blitz, so wie es auf jeden Fall aussieht, gearbeitet. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Porträtbild. Die Person lächelt, es sieht sehr, sehr sympathisch aus. Von der Lichtsetzung her, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, ist es halt eher ein Zangenlicht, was halt eher eine dramatische Lichtsetzung ist, also von links und von rechts ein Licht gesetzt. Und in der Mitte ist der dunkelste Punkt des Bildes. Da kann ich jetzt so ein eigenes YouTube-Video zu machen, zur Lichtsetzung. Aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr sympathisches, schönes Bild. Was ich dann natürlich, wenn man solche Fotos direkt nebeneinander postet, beachten würde, ist die gleiche Lichtsetzung. Ne? Also hier hast du, Julius, direkt quasi eine andere Lichtsetzung. Du hast ungefähr den gleichen Hintergrund, aber hier ist es ein bisschen zu dunkel, finde ich persönlich. Aber ansonsten ist es auch ein gutes Bild. Hier Bewerbungsbilder, bewerbst du hier ein bisschen. Also wenn du das Ganze Richtung hauptberuflich machen willst, glaube ich, hast du da absolut das Potenzial zu. Und du hast hier wirklich ein paar coole Fotos. Und für dein Alter, du machst hier natürlich wahrscheinlich viel mit deinen Freunden, mit deinen Klassenkameraden. Also deswegen, es ist halt super wichtig, in jungen Jahren möglichst viel zu produzieren, möglichst viel auszuprobieren. Und nur dadurch lernst du einfach. Und verschiedene Lichtsituationen, verschiedene Menschen zu fotografieren. Und da ist eigentlich die Technik schon fast scheißegal. Hauptsache, du produzierst möglichst viel, weil bei jedem Shooting lernst du neue Sachen dazu und bei jedem Shooting machst du Sachen anders und du verbesserst dich bei jedem Shooting. Und ich finde, das sieht man auch in deinem Portfolio ein bisschen, dass hier das von den Lichtern und von den Hauttönen noch nicht ganz so optimal ist bei ein bisschen älteren Fotos. Und dass, desto weiter man hier nach oben geht, das Ganze ein bisschen kreativer vielleicht auch ist. Das Foto ist super cool, wahrscheinlich nur mit einem Reflektor aufgehellt. Also sehr, sehr schönes Portfolio. Vielen Dank, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen aus unserem kurzen Portfolio-Review. Dir weiterhin hier viel Erfolg auf Instagram und mit deinen Fotos. Und ja, bin ich mal gespannt. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. So, das war's jetzt erstmal mit den ersten beiden Portfolios, die wir uns jetzt hier mal angeguckt haben. Wenn auch du dein Portfolio, wie gesagt, bewertet haben möchtest oder mal unsere Meinung dazu hören möchtest, schreib uns gerne eine Nachricht über Instagram oder hier bei YouTube. Wir werden da halt eine langfristige Serie rausmachen. Ich hoffe, du konntest für dich auch was mitnehmen, auch wenn das vielleicht nicht dein Portfolio war, aber dass du einfach über die Bildbewertung da vielleicht auch ein bisschen anders rangehen konntest und da ein bisschen was für deine Bilder mitnehmen konntest. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass dir das auch was gebracht hat. Und ja, ich bin gespannt, wie die Serie bei euch ankommt. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, mach das gerne, abonniere uns gerne. Klick auf die Glocke, damit du bei uns hier nichts verpasst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.